Jedes Jahr aufs Neue schließen sich über 2 Milliarden Muslime und Muslime aus der ganzen Welt mit Einleitung des Tarawih-Gebet, dem Fastenmonat Ramadan, an. Der Beginn ist nicht auf einem Datum festzuhalten, sondern richtet sich nach dem muslimischen Mondkalender. Die Fastenden nehmen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder Nahrung noch Flüssigkeit zu sich. Doch nicht nur das. Im Fastenmonat wird auf jeglichen Luxus verzichtet, um sich vor Sünden zu bewahren. Ausgenommen sind davon unter anderem Schwangere, Kinder, Kranke und alte Menschen. Neben dem Pilgern nach Mekka, den täglichen Gebetszeiten, der Glaubensbekenntnis zu Allah und dem Spenden stellt Ramadan eine der 5 Säulen des Islam dar. Im Arabischen wird das Fasten mit Saum übersetzt, das so viel bedeutet wie Herz und Seele reinigen. In dieser Zeit sollen Menschen zusammenkommen und an denen gedacht werden, denen es momentan nicht gut geht. Mit dem Fest des Fastenbrechens wird nach ca. 29 bis 30 Tagen das Ende des Ramadan gefeiert. In der Türkei ist dieser Tag auch als Zuckerfest bekannt.